Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem Lesemonat Dezember. Ich habe im Dezember 6 Bücher und ein Graphic Novel gelesen, also insgesamt 7 Bücher geschafft. Ich fand, das ist ein ganz erfolgreicher Lesemonat gewesen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ich habe als erstes im Dezember Royals von Rachel Hawkins beendet. Ich habe über das Buch ja auch schon mehrmals gesprochen in einem Lesevlog und auch schon in meinem letzten Lesemonat. Ich hatte das Buch nämlich im November angefangen und hatte ziemlich lange dafür gebraucht. Es dann letztendlich nicht mehr im November geschafft, aber am 1. Dezember oder am 2. Dezember vielleicht direkt beendet. Ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben. Es geht hier um Daisy und Daisys Schwester Ellie ist mit dem Kronprinzen von Schottland zusammen. Oder besser gesagt nicht nur zusammen, sondern sie sind sogar schon verlobt. Ellie steht deswegen andauernd im Rampenlicht, was ihrer Schwester Daisy, um die es ja hier geht, nicht so gefällt. Es kommt dann halt zu so ein paar Vorfällen und Daisy steht auf einmal sozusagen in so einer Klatschpresse, weswegen Daisy nach Schottland ins Schloss gebracht wird, um eben in die Königsfamilie eingeführt zu werden. Auf jeden Fall gerät Daisy immer wieder in ungewollte Schwierigkeiten und dann wird Miles dazu beauftragt, Daisy so ein bisschen vor allen Fettnäpfchen zu bewahren. Daisy ist noch ziemlich jung, deswegen ist das ganze Buch auch ein bisschen jünger von der Handlung aufgebaut. Es ist wirklich sehr, sehr humorvoll gewesen. Auch der Schreibstil von Rachel Hawkins war durchweg eigentlich gut gewesen. Ich hatte mir nur irgendwie teilweise ein bisschen was anderes unter dem Buch vorgestellt. Manchmal habe ich mir eben ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit gewünscht, weil Daisy ein bisschen in Schwierigkeiten geraten ist, für die sie gar nichts konnte. Sie wurde immer wieder aber dafür verantwortlich gemacht und irgendwann ist es halt ein bisschen langweilig geworden, weil es gefühlt immer wieder dasselbe war. Das Buch an sich konnte mich einfach überhaupt nicht fesseln, weder mit der Handlung noch waren die Charaktere irgendwie was Besonderes. Also vor allem ging es ja hier eben um Daisy und auch um Miles und Miles war für mich auch eher ein schwacher Charakter. Also ich konnte ihn nicht wirklich mit irgendetwas identifizieren. Ich habe jetzt auch eigentlich schon wieder vergessen, wie er so drauf war. Trotzdem habe ich auch nicht so viel zu kritisieren. Es war einfach irgendwie nicht 100% was für mich. Die Geschichte war eigentlich ganz niedlich und süß, aber trotzdem irgendwie nicht spannend, nicht packend. Vielleicht mal was Leichtes, wenn man irgendwie ein bisschen lachen will, aber leider nichts Besonderes für mich gewesen. Ich habe mir ein bisschen was anderes vorgestellt, aber trotzdem ist es jetzt kein super schlechtes Buch. Ich bin froh, dass ich es gelesen habe und kann es auf jeden Fall auch an ein jüngeres Publikum empfehlen, denn Daisy hat es eigentlich faustdick hinter den Ohren und ist total humorvoll und witzig gewesen. Als nächstes habe ich True Lovers Captain Love von Lauren Rowe gelesen. Ich hatte das Buch schon ewig auf dem Sub liegen und irgendwie einfach dann spontan im Dezember dazu gegriffen, weil ich total Lust drauf hatte. Ich habe dem Buch 4,5 Sterne gegeben. Das hat mich echt überzeugt gehabt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es mir so gut gefallen wird, aber ja, es konnte mich echt in seinen Bann ziehen. Es geht hier um Ryan und Ryan wird auch Captain Love genannt. Er sitzt nach seiner Trennung mit seiner eigentlichen Freundin Olivia, also jetzt seiner Ex-Freundin Olivia, in einer Bar und trifft da auf Tessa. Die beiden verstehen sich total gut, bis die Ex-Freundin von Ryan, also Olivia, wutentbrannt in der Bar auftaucht und eine Riesenszene macht. Tessa verlässt daraufhin die Bar und Ryan weiß so gut wie nichts über sie. Weder ihre Telefonnummer noch ihren richtigen Namen. Und ich fand, das hat sich so, so gut angehört. Deswegen hatte ich das irgendwann mal einfach gekauft, weil es klang einfach so, so gut. Ja, im Endeffekt konnte es mich auch wirklich sehr überzeugen. Es ist in zwei Sichten geschrieben. Anfangs hat mich das ein bisschen gestört, weil es in manchen Geschichten dann so ist, dass man teilweise die Geschichte aus der Sicht des Hauptprotagonisten einmal liest und dann nochmal, und zwar eigentlich genau dieselbe Szene, und dann nochmal aus der Sicht zum Beispiel der Hauptprotagonistin. Das doppelt sich dann manchmal so und das hat mich auch an diesem Buch in der ersten Szene so ein bisschen gestört, aber das hat danach eigentlich aufgehört. Das hatte anfangs ein paar Längen, nachdem die sich das erste Mal in der Bar gesehen haben, ist es so ein bisschen langweilig geworden, aber als sie sich dann wieder gesehen haben, da konnte ich halt wirklich nicht aufhören zu lesen. Ich glaube, ich habe 200, 300 Seiten am Stück gelesen. Ich konnte es einfach nicht wegklingen, weil es so, so, so gut geschrieben war. Zwischendurch muss ich sagen, dass es immer mal wieder Szenen gab und auch Handlungsstränge, die ich nicht ganz so interessant fand und auch nicht ganz so passend für das Buch. Zum Beispiel einer der Brüder, also Ryan hat auch mehrere Geschwister und darunter viele Brüder, die alle richtig cool sind und auch seine Schwester. Man kann sich einfach nur in die Morgan-Geschwister verlieben. Jedenfalls ging es darum, dass einer seiner Brüder eine Band hat und er sollte unter Vertrag genommen werden. Man hat dann eben
halt Tessa ziemlich viele Szenen lang verfolgt, wie sie diesem Plattenvertrag-Typen dort sozusagen ein bisschen die Band schmackhaft gemacht hat. Ich fand das irgendwie nicht ganz so passend und es hat auch irgendwie nichts mit der Handlung oder der Beziehung zu tun. Deswegen hätte man das gut weglassen können, weil das Buch auch nicht gerade klein ist. Es hat über 500 Seiten. Trotzdem fand ich es, wie gesagt, richtig, richtig gut. Leider nicht ganz 5 Sterne, weil mich eben dann doch nicht alles überzeugt hat. Lauren Rowe kann auf jeden Fall humorvoll schreiben und sie hat tolle Charaktere erfunden. Ich werde bestimmt noch andere Bücher dieser Reihe lesen und dann auch über die anderen Brüder. Das Buch kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich Step Into My Heart von Maren Vivien Hase beendet. Ich habe dem Buch 3,75 Sterne gegeben. Ich habe auch schon öfter über dieses Buch hier geredet. Mir hatte ja der erste Teil nicht so gut gefallen, aber ich habe dem Buch trotzdem noch eine Chance gegeben. Ich fand den auch wirklich besser als den ersten Teil. Hier vor allem einfach die Charaktere, die Gespräche fand ich viel authentischer, viel besser dargestellt, aber trotzdem kann ich mich irgendwie nicht so richtig mit dem Schreibstil der Autorin anfreunden. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Sie hat irgendwie so eine Eigenart manchmal zu schreiben und ich stolper einfach, wenn man das so sagen kann, beim Lesen manchmal über Wörter, über Sätze. Ich kann es nicht so schnell, flüssig in einem Rutsch lesen. Wie gesagt, 3,75 Sterne ist ja auch nicht schlecht. Ich weiß so nicht, ob ich dem dritten Buch nochmal eine Chance geben werde, weil ich halt einfach für mich festgestellt habe, dass ihr Schreibstil leider nicht sowas für mich ist. In dem Buch geht es aber um Olivia und Dex und die haben nach so einem bestimmten Vorfall, den man im ersten Teil kennenlernt, eigentlich nicht mehr so viel Kontakt, denn Dex und Austin hatten so einen kleinen Schicksalsschlag, würde ich jetzt mal sagen, weswegen Dex sich so ein bisschen distanziert hat von der Truppe und Clique, in der Olivia auch ist. Ja, nur können sie sich in diesem Buch leider nicht mehr so aus dem Weg gehen, weil Olivia bei einer Audition teilnimmt und ausgerechnet der Choreograf dort ist Dex. Ich fand wirklich oft die Szenen zwischen den beiden, also zwischen Olivia und Dex, wirklich witzig und gut und die beiden haben auch sehr harmoniert, haben wirklich gut zusammengepasst, hat man gemerkt. Was ich hier wieder nicht so gut fand, dann noch von der Handlung her, war, dass man hier halt so einen Krisenpunkt sozusagen in Olivias Familie entdeckt hat während des Lesens und das wurde mir einfach zu schnell gegen Ende aufgelöst. Es war wirklich so ein krass erzwungenes Happy End, was man nicht unbedingt immer braucht. Es war auch, finde ich, sehr, sehr unrealistisch, wie die Familie dann gehandelt hat. Ist jetzt nicht ultra schlimm gewesen. Für mich war es einfach nur ein bisschen unpassend. Auch die Auflösung im Endeffekt bezogen auf Dex fand ich nicht ganz so gut, weil man hat wirklich die ganze Zeit sein Verhalten, warum er sich so verhält, warum er so handelt, bis zum Schluss aufgehoben und dann alles auffliegen lassen, sozusagen, warum er überhaupt so ist. Das fand ich, hätte man schon während des Buches irgendwie besprechen können. Das wäre auch eigentlich als Handlung sehr interessant gewesen, aber die Reihe ist leider nicht sowas für mich, aber sie gefällt vielen Leuten, deswegen ist es einfach nur Geschmackssache. Danach habe ich das Package von Penelope Blum beendet. Auch dieses Buch lag schon ewig auf meinem Sub, um ehrlich zu sein, seit letztem Weihnachten habe ich das von meiner Mama geschenkt bekommen. Ich habe ja im Laufe des Jahres alle drei anderen Teile gelesen. Ich glaube, es gibt noch einen fünften jetzt. Das ist hier der vierte der Guilty Pleasures Reihe. Und in diesem Teil geht es um Lilith und sie vertauscht versehentlich mit ihrem Nachbarn ein Paket. Also der Nachbar bekommt ihr Paket und sie bekommt sein Paket und findet da so ein kleines Geheimnis von ihm. Also sie weiß nicht so viel mit anzufangen, aber ja, aber es ist halt sozusagen sein Mini-Geheimnis und er bekommt halt ihr Paket und konfrontiert sie halt dann damit. Liam, der Hauptprotagonist, ist nämlich in der Wohnung gegenüber von Lilith eingezogen, um unterzutauchen. Ich hätte eigentlich was komplett anderes von diesem Buch erwartet, weil diese Szene mit dem Paket, was ja hier im Klappentext und auch im Titel so angesprochen wird, verfolgt man, glaube ich, so vielleicht die ersten 20, 40, 60 Seiten und dann hat das eigentlich gefühlt gar nichts mehr damit zu tun. Es ist halt wie so eine Einleitung gewesen, aber ich habe irgendwie ein bisschen was anderes erwartet, was da passiert mit diesen Paketen. Trotzdem fand ich es eigentlich richtig, richtig gut umgesetzt. Es war mal was ganz anderes aus dieser Reihe, weil Lilith auch einen sehr besonderen Humor hat. Sie hat wirklich einen sehr schwarzen Humor, der ist auch sehr schwer zu verstehen gewesen teilweise. Trotzdem hat Penelope Blum hier mal wieder eine andere Seite gezeigt, wie sie Humor in einem Buch verpacken kann. In dem Buch geht es auch hauptsächlich darum, dass Liam eben, wie gesagt, sich versucht zu verstecken, weil er vor seiner Stiefschwester untertauchen möchte. Dann geht es auch wirklich hauptsächlich um die Stiefschwester und den Handlungen von
ihr. Auch hier fand ich es mega gut umgesetzt, dass zum Beispiel, wenn ihr Probleme mit irgendwie einer anderen Frau aufgetreten sind, ist dann Lilith nicht irgendwie total zickig weggerannt, sondern die beiden haben immer sofort geredet. Es gab hier nicht irgendwie so eine unrealistischen langen Pausen. Haben wirklich über jedes Problem eigentlich direkt geredet. Fand ich mal wirklich sehr erfrischend. Ja, im Endeffekt habe ich dem Buch 3,5 Sterne gegeben. Für mich können die Bücher einfach nicht so viel mehr Sterne bekommen, weil die haben halt 200 Seiten alle ungefähr und die Charaktere und Beziehungen werden halt ziemlich flach aufgebaut. Also man wird halt sozusagen auch fast in so eine Beziehung geschmissen, was ich nicht ganz so mag. Aber trotzdem finde ich die Reihe immer mal gut für zwischendurch, wenn ich mal irgendwie was Witziges und Schnelles zum Lesen möchte. Dann habe ich Heartstopper das Volume 4 gelesen. Ich glaube, es kommt jetzt noch ein Volume raus, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber das hier ist wirklich bis jetzt mein Liebstes. Ich habe dem Buch auch wieder 5 Sterne gegeben. Man merkt hier eben, dass Charlie ein paar psychische Probleme hat, auch zu kämpfen hat mit Essstörungen. Und wie Nick und Charlie gemeinsam oder auch Nick mit seiner Mama zum Beispiel damit umgehen und wie darüber gesprochen wurde, ist wirklich ganz besonders toll gehandhabt worden. Die anderen Bücher mochte ich ja auch von der Heartstopper-Reihe, aber der Teil hat mich wirklich nochmal umgehauen. Deswegen kann ich diese Graphic-Novel-Reihe euch auch nur ans Herz legen. Sie kommt jetzt auch auf Deutsch raus. Die ist ja noch momentan auf Englisch, aber der deutsche erste Teil ist, glaube ich, jetzt erschienen irgendwann in den letzten Tagen. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Als vorletztes habe ich The Afterlife of Holly Chase von Cynthia Hand gelesen. Das Buch ist ja auf Englisch. Ich habe es mir extra aufgehoben für die Weihnachtsfeiertage. Habe dazu ja auch den letzten Lesevlog gedreht und ich habe dem Buch 4,5 Sterne gegeben. Ich hätte teilweise ein bisschen was anderes erwartet, aber ich wurde nicht enttäuscht. Hier geht es nämlich um Holly und das Ganze ist so ein bisschen ein Scrooge-Retelling. Also nicht nur ein bisschen, sondern es handelt einfach vom Projekt Scrooge auch. Holly wird eben, wie bei Scrooge auch, von den drei Geistern am Weihnachtsabend heimgesucht und wird dann eben in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft mitgenommen. Sie ändert sich aber leider nicht so wie Scrooge in dem Film, sondern sie bleibt so, wie sie ist und sieht ihre egoistischen Arten einfach nicht ein. Im Endeffekt steht auch alles im Klappentext, stirbt sie und arbeitet dann im Anschluss für das Projekt Scrooge als Geist der Vergangenheit. Das heißt, immer wenn Weihnachtsabend ist, hat dieses Projekt Scrooge einen neuen Scrooge sich genommen, so wie Holly einmal ein Scrooge war und Holly führt sozusagen den Scrooge dann in die Vergangenheit. Und es gibt halt dann auch die anderen Geister noch, mit denen sie zusammenarbeitet. Und ich dachte eigentlich größtenteils, dass dieses Buch nur in dieser Weihnachtsnacht stattfindet. Also so wie eben Scrooge auch abläuft. Aber man lernt hier wirklich so alle Hintergründe. Und wie es überhaupt hin zu diesem Abend kommt, das bedarf nämlich einiger Vorbereitung, Informationen, Recherchen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr cool umgesetzt worden. Und man lernt eben den aktuellen Scrooge kennen, um den es im 5. Jahr geht. Ich glaube, das war das 5. Jahr. Er ist nämlich noch ziemlich jung. Er ist ähnlich wie Holly und Holly fühlt sich von ihm verstanden. Man merkt einfach, wie egoistisch Holly eigentlich immer noch ist, dass sie nichts wirklich daraus gelernt hat. Und im Endeffekt hat mich das Ende wirklich umgehauen, weil ich hätte es nicht so erwartet. Es ist wirklich sehr gut umgesetzt worden und ich musste auch eine kleine Träne verdrücken am Ende, weil es da wirklich irgendwie so emotional so mitreißend. Man hat wirklich dann mit Holly mitgefiebert, man hat ihr nur das Beste gewünscht. Das Besondere ist, dass mich Holly hier zwischenzeitlich wirklich sehr genervt hat, weil sie auch ein Verhalten einfach hat, was nicht so angenehm ist zum Lesen. Aber das ist genau das Besondere an diesem Buch, dass sie so eine krasse Charakterentwicklung hat. Ich muss auch sagen, dass das Buch zwischendurch natürlich ein paar Längen hatte. Ich habe es nicht so schnell durchlesen können, weil es einfach zwischenzeitlich wirklich langweilig war. Aber dann auch wieder in anderen Szenen dachte man sich so, jetzt muss ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und das Ende war dann natürlich wieder, das hat für mich so ein bisschen alles getoppt. Deswegen auch 4,5 Sterne. Ich kann es auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Ich werde es bestimmt auch nochmal zu Weihnachten lesen. Ja, es hat mich wirklich überzeugt und ich mochte es sehr. Mein letztes Buch im Dezember und mein 70. Buch im Jahr 2021 war Silver Crown von Julie Johnson. Ich habe mich mega auf dieses Buch gefreut, habe ich auch schon ewig auf meinem Sub gehabt, wurde leider ein bisschen enttäuscht. Ich habe dem Buch jetzt 3,75 Sterne gegeben. Ich habe ewig überlegt, wie viele Sterne dieses Buch für mich verdient, weil es hat wirklich sehr, sehr, sehr gut angefangen. Allein das Vorwort, Julie Johnson kann wirklich grandios schreiben. Man fliegt nur so durch die Seiten, man mag die Charaktere, man wird immer wieder überrascht, auch von Handlungen der Charaktere. Man kann eigentlich nicht so genau ahnen, um was es geht. Das Problem ist aber auch, dass die Handlung wirklich nicht an Fahrt aufnimmt. Es ist halt sehr, sehr langweilig, es passiert nichts und wenn was passiert, dann
dann so schnell, dass man es irgendwie gar nicht mitbekommt und schon ist es wieder vorbei. Auch kann ich einfach diesen ganzen Klappentext nicht verstehen. Es geht in dem Buch um Emilia und Emilia hat eigentlich ein ganz normales Leben, bis ihr Vater, den sie eigentlich nicht so wirklich kennt, zum König gekrönt wird, weil durch einen Schicksalsschlag die wirkliche Königin und der wirkliche König sterben. Dadurch ändert sich natürlich auch diese ganze Reihenfolge und Emilia wird zur Kronprinzessin ernannt. Sie muss dann in dieses Schloss oder Anwesen, ich weiß nicht genau, was das war, einziehen und sie bleibt dort auch und lernt dann eben Carter kennen und das ist ihr Stiefbruder, das ist nämlich der Sohn von Octavia, der Frau von ihrem Vater. Und angeblich soll Carter irgendwie unhöflich sein, aber für mich war er die ganze Zeit total nett und hilfsbereit. Also ich habe das Ganze nicht so wirklich verstanden, auch werden hier andauernd irgendwelche Machtspielchen und Intrigen genannt. Klar bekommt man irgendwie so ein bisschen vor allem von Seiten von Octavia mit. Man merkt einfach ziemlich viele Widersprüche in dem ganzen Buch an sich. Es gibt viele so Logiklücken auch, finde ich. Also gefühlt bin ich andauernd confused, was jetzt eigentlich Sinn der ganzen Sache ist. Dann reden sie auch irgendwie gefühlt immer davon, dass Carter irgendwie seit Wochen nicht da war, dass sie sich seit Wochen nicht gesehen haben, aber man hat gar nicht gemerkt, wie viel Zeit jetzt eigentlich vergangen ist. Man hat irgendwie auch gar kein Zeitgefühl in dem Buch. Ja, es ist einfach immer die Rede dann davon, dass man sich seit Wochen nicht gesehen hat, aber gefühlt war vor 2 Seiten oder vor 10 Seiten die Rede davon, dass Emilia und Carter ein Gespräch hatten. Generell finde ich, dass zwischen Emilia und Carter einfach nicht genug passiert. Trotzdem will man irgendwie die ganze Zeit weiterlesen. Es ist wie so ein kleiner Sog. Das Buch hat auch nicht mal 300 Seiten und das merkt man ihm auch an, weil irgendwie wird die Handlung so ein bisschen in die 300 Seiten gequetscht. Das Buch könnte auch gut noch mehr Seiten haben, noch 100 Seiten mehr, um einfach auch die Beziehung zwischen denen besser aufzubauen. Das ist hier wirklich mein Kritikpunkt gewesen. Es gibt ja noch 2 andere Bände. Den 2. lese ich momentan. Den 3. habe ich schon bestellt. Ich hoffe, dass die Reihe mit den Folgebänden noch besser wird. Hab da auch ein bisschen Hoffnung, obwohl ich bei dem 2. genau das Gleiche, nur noch mehr sogar kritisieren könnte. Das Ende von Silver Crown kam ziemlich überraschend. Ich hätte so ein bisschen etwas in die Richtung erwartet, aber es war mir auch ein bisschen zu schnell und zu einfach dargestellt. Ich hätte da ein bisschen mehr einen größeren Knall sozusagen erwartet, einen größeren Cliffhanger. Ja, war trotzdem eigentlich ganz gut. Ich hoffe einfach, dass die Handlung ein bisschen besser wird und man auch einfach die Charaktere ein bisschen besser verstehen kann. Das war mein Lesemonat Dezember. Ich habe mich eigentlich ziemlich gefreut, dass ich alle Bücher geschafft habe, die ich mir so vorgenommen hatte. Ich hatte mir am Anfang von Dezember eine Liste erstellt mit den Büchern, die ich unbedingt noch schaffen will. Das waren die 7, die ich auch aufgeschrieben hatte und ich habe alle geschafft. Von daher bin ich wirklich zufrieden. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr im Dezember gelesen habt, ob ihr vielleicht sogar ein Highlight gelesen habt, was ihr empfehlen könnt. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.